Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid in Klötzchens kreativer Ecke. Pass mal. Es ist ein Orakelkätzchen. Okay. Heute zeige ich euch, wie ihr aus ganz einfachen Mitteln, wie zum Beispiel einzelnen Socken, Wolle oder den Kapseln aus Überraschungseiern, tolles Spielzeug für eure Katzen oder eure Katzenfreunde basteln könnt. Das Ganze haben Mimi und Merlin natürlich ausführlich getestet und die Uschi war auch wieder mit dabei. Hui! Für alle, die heute zum ersten Mal zuschauen, ich bin übrigens Julia und auf meinem Kanal dreht sich alles um DIYs, Upcyclings und Makeovers mit einer ordentlichen Portion Humor und Katzen sind irgendwie auch immer dabei. Wenn euch also irgendeins dieser Themen interessiert, dann klickt auf Abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Und wer nicht wissen tut, wie das geht, nicht verzare, Uschi frage. Ich freue mich, euch heute die erste Folge einer neuen Reihe zeigen zu können, nämlich Klötzchens Quickies. Nicht das, was Sie jetzt denken, gell? Also, dass wir uns hier gleich richtig verstehen. Ich muss zugeben, dass ich in den letzten Jahren etwas bastelsüchtig geworden bin. Also mit Einrichtung und Deko habe ich mich eigentlich schon immer gerne beschäftigt. Das habe ich, glaube ich, so ein bisschen von meinen Eltern. Aber etwas Kreatives mit den Händen zu gestalten, die Lust daran ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Und ich finde es einfach wahnsinnig schön, dass man dann ein Ergebnis hat, woran man sich lange erfreuen kann. Und wenn ihr genauso bastelwütig seid wie ich, ihr aber nicht den Großeinkauf beim nächsten Baumarkt starten wollt, sondern einfach gerne mit Materialien arbeiten möchtet, die man sowieso zu Hause hat oder die man leicht besorgen kann, dafür gibt es in Zukunft immer mal wieder eine Folge von Klötzchens Quickies mit einfachen und schnell umsetzbaren Projekten. Da wir zwei junge Katzen haben, Madame Mim und Merlin, der sich's hier neben mir gemütlich gemacht hat, wollte ich ganz gerne mal Katzenspielzeug basteln. Denn ich finde, wenn man das kauft, das ist oft recht teuer oder geht zumindest auf Dauer ins Geld, ist mit viel Verpackung und Plastik verbunden und landet dann doch nach kurzer Zeit unbeachtet in der Ecke. Und ich habe gedacht, was könnte man denn aus Dingen basteln, die man zu Hause hat? Und da habe ich zuallererst an diese gelben Kapseln aus den Überraschungseiern gedacht. Davon hatten wir nämlich noch einige von Ostern. Und daraus wollte ich einen Snackball selber basteln. Dafür habe ich wieder meine Nagelschere verwendet, eine größere Schere, eine Heißklebepistole, Paketschnur und natürlich Leckerlis. Aha. Ihr könnt das mit der Schnur und dem Kleber auch weglassen oder stattdessen Stoff oder anderen Kleber verwenden. Ah, ist das ein Kätzchen? Und während ich noch in den Vorbereitungen war, musste ich die Leckerlis hüten wie meinen Augapfel. Ein Orakelkätzchen! Zuallererst habe ich mit der spitzen Nagelschere ein Loch in die Kapsel gedreht, es dann mit der größeren Schere vergrößert und mit der Nagelschere noch einmal rund ausgeschnitten. Das Ganze funktioniert bestimmt auch mit dem Akkuschrauber, aber ich wollte es hier einmal ganz einfach halten. Das Orakelkätzchen beantwortet Ihre Fragen. Ach, das probieren wir gleich mal aus. Zwischendurch habe ich getestet, ob die Leckerlis auch durch die Öffnung passen. Macht es euren Stubentigern hier nicht zu schwer. Ihr wollt bei dieser Bastelei vielleicht wie ich ein schnelles Erfolgserlebnis und eure pelzigen Freunde sicherlich auch. Passt natürlich auf, dass am Ende nichts von dieser Plastikspäne in der Kapsel übrig bleibt und dass keine scharfen Kanten entstehen. Ich habe das am Ende dann noch einmal überprüft, aber bei dieser Schneidetechnik sind die Ränder schön glatt geworden. Liebes Orakelkätzchen, frisst Mimi gerne Fischlis? Ei, sicherlich! Ich wollte den neuen Snackball hier schon einmal testen, ob er auch mit dieser glatten Oberfläche funktioniert. Und das Orakelkätzchen lag absolut richtig. Mimi liebt Fischlis. Aber Mimi ist die kritischste Spielzeugtesterin überhaupt. Fürs Spielen kann sich Madame nur selten begeistern. Da es sich hier aber um ihren Lieblingssnack handelt, hat sie sich dann doch ordentlich ins Zeug gelegt. Ich würde sagen, erster Test bestanden. Trotzdem wollte ich mal ausprobieren, bei einem Ei die Oberfläche für Mimi und Merlin noch etwas griffiger zu gestalten und habe dafür die Paketschnur mit dem Heißkleber aufgeklebt.
Falls ihr möchtet, dass sich das Ei danach zum Befüllen noch öffnen lässt, klebt die Schnur am besten in zwei Abschnitten. Ich habe das irgendwie nicht beachtet und die Schnur ringsherum geklebt, ist aber nicht weiter tragisch. Man kann das Ei, so wie ihr das vielleicht auch von anderen Snackballs kennt, auch durch die Löcher befüllen. Und natürlich hat auch Merlin richtig viel Spaß an seinem neuen Snackball. Als zweites Spielzeug wollte ich gerne eine neue Katzenangel basteln. Merlin liebt es, sich damit auszutoben und dafür habe ich eine Bambusstange und Wolle verwendet, eine Schere, eine Wollnadel, meinen Akkuschrauber mit Holzbohrer und eine kleine Säge. Ihr könnt natürlich auch irgendeinen anderen Stab oder alten Besenstiel nehmen. Die Stange habe ich dann erst einmal mit in meine kleine Werkstatt genommen. Und diese Werkbank habe ich übrigens vor kurzem erst aus alten IKEA-Möbeln zusammengewürfelt. Also die Tischplatte zum Beispiel ist aus den beiden Seitenteilen des ehemaligen Pax-Garderobenschranks, der bis vor kurzem noch im Flur stand. Mehr dazu bald im großen Flur-Makeover. Wo war ich? Genau, die Stange habe ich dann in den alten Schraubstock meines Opas geklemmt und mit dem Holzbohrer ein Loch hineingebohrt. Das Ende der Stange habe ich dann abgesägt, weil die ziemlich lang und das Ende auch zu dünn war, um da ein Loch hineinzubohren. Die Stange war ziemlich splittrig, deshalb habe ich ganz vorsichtig nur in eine Richtung gesägt, sonst wäre die mir auseinandergegangen. Liebes Orakelkätzchen, spielt der Merlin gerne mit der Angel? Eindeutig ja. Jetzt musste ich nur noch mit meiner Wollnadel ein paar Wollfäden durchziehen und festknoten. Und plötzlich hatte Merlin wohl die Wolle entdeckt, sprang auf den Tisch und konnte es kaum noch abwarten, die Angel zu testen. Und ich glaube, hier sagen Bilder mehr als 1000 Worte. Liebes Orakelkätzchen, trinkt die Uschi gerne mal ein Likörchen? Auf jeden Fall! Für das dritte Katzenspielzeug habe ich einsame einzelne Socken verwendet. So erfüllen die wenigstens auch noch einen Zweck. Eine Schere, ein bisschen Wolle, Watte, Katzenminze und Reis. Wir haben hinten im Garten ein Beet, in dem sich Merlin ab dem Frühjahr wieder unglaublich gern herumtreibt, weil dort Katzenminze wächst. Und da wir aber auch noch getrocknete Katzenminze da hatten, wollte ich gerne mal den Vergleich machen und zwei Varianten von Minzmäusen ausprobieren. Einmal mit frischer Katzenminze und Watte und eine Variante mit getrockneter Katzenminze und Reis. In die erste Socke habe ich also die Watte und die frische Katzenminze gestopft, das Ganze mit ein bisschen Wolle zugeknotet und dann noch die Socke abgeschnitten. Für die zweite Variante habe ich zuerst ein bisschen getrocknete Katzenminze mit dem Reis vermischt und das dann komplett in die Socke gefüllt. Es war wirklich Zufall, dass ich eine einzelne Katzensocke in unserem Wäschekorb der einsamen Socken gefunden habe. Und weil ich die viel zu schade fand, um sie oben abzuschneiden, habe ich mich dann dazu entschieden, den Rest zusammenzubinden. Liebes Orakelkätzchen, mag die Mimi Katze Minze? Unwahrscheinlich. Aber für Merlin ist es himmlisch. Was für ein Duft!
Er war so glücklich und selig mit seinem neuen Spielzeug, dass ich mit der Kamera kaum hinterherkam. Und es scheint völlig egal zu sein, ob nur mit getrockneten oder frischen Blättern. Hauptsache Katzenminze. So, das war's auch schon aus Klöpfchens kreative Ecke, heute mit einem Bastelquickie. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen dazu inspirieren, etwas für euren geliebten Vierbeiner selbst zu basteln. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch auf Instagram oder Facebook folgen. Dort seht ihr auch immer, an was ich gerade so arbeite. Wenn ihr noch etwas mehr von Uschi und dem Orakelkätzchen sehen wollt, dann schreibt mir das doch ebenfalls. Vielleicht mache ich darüber noch mal eine Extra-Folge. Liebes Orakelkätzchen, gibt es nächste Woche wieder eine neue Folge von Klötzchens kreative Ecke? Ei, sicherlich! Nächste Woche zeige ich euch in einem ersten Teil meines Küchen-Makeovers, wie diese kreative Ecke entstanden ist. Hier gibt es nämlich einige DIYs und Upcyclings zu entdecken. Und wenn ihr bis dahin nicht warten wollt und es euch interessiert, wie ich diesen Sessel im Hintergrund bezogen habe, dann schaut euch doch gerne mal dieses Video an. Das grüne Sideboard dahinter war übrigens mal ein IKEA Kallax-Regal. Und wie ich das hinbekommen habe, das seht ihr hier. Bis zum nächsten Mal, eure Uschi.